Das verstehst du, wenn du erwachsen bist. Aha. Geld. Es geht nur um Geld. Also ich finde, dass meine Schüler im Rahmen der Bahiti-Projektwoche beachtliche Arbeiten abgegeben haben. Sie waren sehr kreativ. Ach du meine Güte, das bin ja ich. Ach, die da. Die stammt von einem Mädchen, das dir ähnlich sieht. Ich glaube, dass sie heimlich für einen Jungen schwärmt. Hauptsache, es ist keiner vom Internat. Alter! Willi, geh hier weg und komm nie wieder. Gut, jetzt einmal musst du noch eine Frage stellen, aber dann nie wieder. Worauf haben sich Ihre Schüler in letzter Zeit merkwürdig benommen? Nein, wieso? Sie sind diszipliniert bis in den kleinsten Zeh. Ja. Sie spritzen vor Tatkraft, um die Regatta zu gewinnen. Das ist mehr Schein als sein, Frau. Die stecken doch alle unter einer Decke. Und hier, in diesem Beutel, sind abgetrennte Köpfe von Internatsschülern. Ich weiß es doch ganz genau. Sieh. Ich steck ihr geheimes Spiel schon rauf. Na, Oskar, die Abkühlung hast du dir verdient. Aber sei leise. Ich glaube, das sehen die hier nicht so gern. Nur weil der Hund vom Internat ist. Scheußlich. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Den Schlager kenne ich doch. Furchtbar, wenn man einen Ohrwurm nicht mehr los wird. Habe ich Sie nicht schon einmal bei uns im Internat Wie gut kennen Sie Tebororo? Habe ich Sie nicht schon einmal bei uns im Internat gesehen? Ah, um Ihre Opfer einzusammeln. Na los, gestehen Sie schon. Sie essen bestimmt die Gedärme und schmeißen die Überreste dann weg. Wofür ist sonst dieses Messer hier? Habe ich... Wen? Mich? Ausgeschlossen, dort habe ich nichts verloren. Ich hoffe, du bist in einer rein schulischen Angelegenheit hier. Sie. So stellen sich unsere Schüler Voodoo-Puppen vor. Nicht sehr dämonisch, was? Darüber bin ich ganz froh, denn echte Voodoo-Puppen müssen unheimlich gewesen sein. Wenn ich bedenke, dass eine ganz eigene Religion mit Voodoo-Priestern, Tieropfern und wilden Tänzen dahinter steckt. Gut, dass diese Zeiten auf Bahiti vorüber sind. Drollig. Eine Voodoo-Puppe mit Brille. Das könnte glatt Karl sein. Warum auch nicht? Eine der Puppen, die ich übrigens für die beste Arbeit halte, stammt von Erkan Rapid. Sehr begabt, auch wenn er eine extra Aufforderung braucht. Er hat seine Puppe aber mitgenommen. Die haben wir. Da schmuggeln sie Geld drin. Das weiß ich auch ganz genau. Entschuldigung, ich muss dabei was essen, sonst wird hier alles... Sonst ärgere ich mich zu sehr. Also dieses. Ich rufe jetzt hier. Das habe ich mir überlegt. Ich rufe. Ich rufe hier und jetzt zum großen Streik auf. Zum Streik gegen das städtische Gymnasium. Und diese Schmuggler, Klauen und Mordmethoden, die sie da haben. Das geht so nicht weiter. Es geht nicht. Also egal, wo ihr seid, hier, schreibt überall hin. Unter jedes YouTube-Video und allen Freunden auf Facebook und SchülerVZ und MeinVZ und StudiVZ und wer kennt wen, dieses tolle Portal, schreibt zum großen Streik gegen das städtische Gymnasium auf. Und hier Schmuggler, Clowns und alles, ne? So. Mein Vater wäre stolz auf mich gewesen, hätte er gewusst, dass ich auf das gleiche Internat käme wie er.
Vielleicht sollte ich mir mit Willi ein eigenes Wappen ausdenken, das an die Tür zu unserem Adlernest kommt. Die Welt ruht still im Hafen, mein Liebchen, gute Nacht. Wann Wald und Berge schlafen, treu Liebe einsam wacht. Herr Albertsen, geben Sie jetzt auch Deutschunterricht? Wie? Ach du, Tim. Nein, ich bleibe bei Mathematik und Geometrie, aber ein wenig Allgemeinbildung kann nicht schaden. Na, den Herrn Albertsen, den kennen wir doch noch. Aus Zelle 13, wo der so schön von dem Herrn Kruschwitz verarscht wurde. Was lesen Sie eigentlich? Romantische Gedichte von Eichendorff. Ja, hier wird noch gebildet und im städtischen Gymnasium, also schrecklich, ganz schrecklich. Hi Tim, ich grüße dich von Häuptling zu Häuptling. Hallo Tim, Albertsen hat mir von der Sabotage erzählt. Schlimm ist das. Allerdings, ich wünschte, wir hätten dir das Boot gezeigt, als es noch intakt war. Party, hey Leute, bei Tiburoro steigt eine Party. Ein wunderschönes Motiv. Ist das deine Heimat? Ja, das ist der Königspalast auf Bahiti. Hast du gestern Abend jemanden beim Bootshaus gesehen? Wie sollte ich? Ich kann mich nicht entsinnen, gestern am Bootshaus gewesen zu sein. Aha. Hier. Wer könnte diese Fußabdrücke hinterlassen haben? Also ich finde an denen nichts Besonderes. Haben Sie von der Zerstörung unseres Bootes gehört? Ja, ich bin wuchtig begegnet, als er schimpfend seinen besten Kehrbesen suchte. Er hat mir von der Bescherung erzählt und gleich die Aufsicht aufs Auge gedrückt. Naja, in der Projektwoche ist mein Stundenplan sowieso nur Formsache. Was wohl dein Vater zu diesem Vorfall sagen würde? Weiß nicht. Ich will ihn nicht unnötig aufregen. Bin ich froh, dass ich mich durchsetzen konnte und auf die Internatsschule gehen darf. Ja, zum Glück. Sonst wärst du schon tot, Karl, wenn du auf dem städtischen Gymnasium wärst. Unser Adler. Schnittig. Ich bin so wach und lustig, die Seele ist so licht. Und eh ich lieb, da wusste ich von solcher Freude nicht. Hallo, Herr Albertsen. Meinen Sie, ich könnte mal zu Tibororo aufs Zimmer? Wie was? Karl? Zu Tibororo, von mir aus. Ich befürchtete schon, du fragst nach neuen Matheaufgaben. Hallo! Ach Karl, es tut mir ja so leid für euch. Das schöne Boot. Tja, wir haben es beide kein einziges Mal in seiner ganzen Pracht sehen können. Wow! Wird das Siegerteam der Regatta dort seine Ferien verbringen? So war es gedacht. Aber wie es aussieht, hat sich die Regatta zerschlagen und damit auch die Aussicht, euch nach Bahiti mitzunehmen. Wodurch zeichnen sich die Fischerboote auf Bahiti aus? Wie war das zweite Treffen mit deinem Onkel? Wodurch zeichnen sich die Fischerboote auf Bahiti aus? Sie halten auch stärkerem Wellengang stand und sind relativ wendig. Was hast du denn? Sieh mal, was wir vor unserem Bootshaus entdeckt haben.
Wenn ihr meint, dass euch das weiterhilft. Hätten Sie denn ein paar Mathe-Herausforderungen für mich? Ist Hausmeister Wuchtig so zufällig? Hätten Sie denn ein paar Mathe-Herausforderungen für mich? Bitte, Karl. Du hast meine kniffligsten Aufgaben bereits gelöst. Wie war das zweite Treffen mit... Wodurch zeichnen sich die Fischerboote auf Bahiti aus? Sie halten auf stärkerem Wellengang stand und sind relativ wendig. Hatten wir das nicht schon gerade? Ich weiß nicht mehr. Ich bin zu aufgebracht. Ist Hausmeister Wuchtig so zuverlässig, wie er immer tut? Der alte Brummelkopf hat sein Herz am rechten Fleck, auch wenn er bisweilen vergisst, einen Klassenraum rechtzeitig aufzuschließen. Erst neulich hat er versäumt, unser Bootshaus zu verriegeln. Wie war das zweite Treffen mit deinem Onkel? Es war okay, denke ich. Doch, es war okay. So, an dieser Stelle mache ich jetzt mal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt, wir schlachten das städtische Gymnasium. Ja. Inventar nochmal gucken. Aha. Wow. Naja, tschüss, adieu und bis zum nächsten Mal. Euer Fisch auf Games. Tschüss. So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück zu TKKG Voodoo-Zauber. Ich habe schon völlig vergessen, wie das Spiel heißt. Ich bin sprachlos. Ja, endlich darf ich wieder aufnehmen. Es gab ein paar Konsequenzen mit dem Aufnahmeprogramm. Ich sitze hier jetzt auch wieder an einem Fremdcomputer und hab den Spielstand an diesem Fremdcomputer nachgestellt, soweit wie möglich, und dass wir jetzt getrost weiterspielen können. Ich weiß gar nicht mehr, was hier jetzt Sache war und so. Ja, stimmt, wir hatten diese lustigen Puppen hier gefunden. Die eine, ich weiß nicht mehr welche, hatten wir vor unserer Bootshütte. Und die andere von diesem Typen vom städtischen Gymnasium. Stimmt, hier waren wir auch und haben uns Voodoo-Puppen angeguckt und mit der singenden, tanzenden Kunstlehrerin gesprochen. Und wir waren jetzt hier im Internat, wenn ich mich recht erinnere. Läuft die Aufnahme? Ja, die läuft. Ja, also könnte passieren, dass jetzt noch was doppelt kommt. Ich gucke mir ja meine alten Aufnahmen nicht an. Das macht, glaube ich, niemand. So, hier ist der lustige Herr Albertsen. Was lesen Sie eigentlich? Haben Sie von der Zerstörung unseres Bootes gehört? Ja, ich bin Wuchtig begegnet, als er schimpfend seinen besten Kehrbesen suchte. Er hat mir von der Bescherung erzählt und gleich die Aufsicht aufs Auge gedrückt. Naja, in der Projektwoche ist mein Stundenplan sowieso nur Formsache. Wo ging's denn? Ach ja, da ging's. Ja, zum Party Room vom Tibohoru. Genau. Was wohl dein Vater zu diesem Vorfall sagen würde? Weiß nicht. Ich will ihn nicht unnötig aufregen. Table Rose Party Room. Ein wunderschönes Motiv. Ist das deine Heimat? Ja, das ist der Königspalast auf Bahiti. Ja, wunderbar. Stimmt, ihm hatten wir ja die Treter hier gezeigt, die wir fotografiert haben. Wer könnte diese Fußabdrücke hinterlassen haben? Also ich finde an denen nichts Besonderes. Mhm.
So, ich weiß gar nicht, mit wem wir da jetzt schon alles waren. Das habe ich alles wieder vergessen. Bin ich froh, dass ich mich durchsetzen konnte und auf die Internatsschule gehen darf. Ich bin so wach und lustig, die Seele ist so licht. Und eh ich lieb, da wusste ich von solcher Freude nicht. Natürlich! Hallo, Herr Albertsen. Meinen Sie, ich könnte mal zu Tebororo aufs Zimmer? Wie was? Karl? Zu Tebororo, von mir aus. Ich befürchtete schon, du fragst nach neuen Matheaufgaben. Hätten Sie denn ein paar Mathe-Herausforderungen für mich? Ist Hausmeister Wuchtig so zuverlässig, wie er immer tut? Der alte Brummelkopf hat sein Herz am rechten Fleck, auch wenn er bisweilen vergisst, einen Klassenraum rechtzeitig aufzuschließen. Erst neulich hat er versäumt, unser Bootshaus zu verriegeln. Hallo! Ich liebe Ach, Karl, es tut mir ja so leid für euch. Das schöne Boot. Tja, wir haben es beide kein einziges Mal in seiner ganzen Pracht sehen können. Wodurch zeichnen sich die Fischerboote auf Bahiti aus? Das hatten wir, glaube ich, schon. Wie war das zweite Treffen mit deinem Onkel? Ich meine, das hatten wir schon. Na, wie egal. War das zweite Treffen mit deinem Onkel? Es war okay, denke ich. Doch, es war okay. Ja. Plakat? Wow. Wird das Siegerteam der Regatta dort seine Ferien verbringen? So war es gedacht. Aber wie es aussieht, hat sich die Regatta zerschlagen und damit auch die Aussicht, euch nach Bahiti mitzunehmen. Ach, war schade. So, mit Klößchen waren wir da aber noch nicht, das weiß ich. So mag ich unser Internat. Stilecht mit wildem Ambiente. Und Mikey Hobler, der auf dem Schulhof Drogen verkauft. Mir ist, als müsste ich singen, so recht aus tiefer Lust, von wunderbaren Dingen, was niemand sonst bewusst. Sie müssen singen? Na, dann tun Sie sich mal den Zwang an, Herr Albertsen. Alter, wie der glotzt. Willi, hast du mich erschreckt, dass ihr Jungs immer so rein und raus flitzen müsst. Langsam kann ich Hausmeister Wuchtig verstehen. Alter, der wohnt da. Wäre es eine große Schande, wenn wir nicht an der Regatta teilnehmen könnten? Hat sich Herr Wuchtig über uns beklagt? Wäre es eine große Schande, wenn wir nicht an der Regatta teilnehmen könnten? Ach was, Schande. Konzentriert euch lieber auf Mathe und Latein. Das sind die Gebiete, auf denen ihr die Gymnasiasten schlagen sollt. Aber nein, es musste ja ein Bootsrennen sein, bei dem ihr sowieso kaum Chancen habt. Erkans Boot ist nahezu perfekt. Alter! Nehme ich mal an. Alter, der Typ ist voll auf Seite von Gymnasium. Geht nicht. Du bist ja ganz schön ausgefuchst. Da hätte ich eigentlich selber drauf kommen können. Was willst du? Habe ich etwas verbrochen? Das kann man wohl sagen. Du hättest mir eher klar machen müssen, dass ein Fußbad die beste Abkühlung bringt. Sag mal, ist dir nicht gut? Glaubst du an Voodoo? Als ich klein war, ist ein Fischer in seinem Boot gestorben. Herzversagen, weil er jung und gesund war. Entschuldigung. Am nächsten Tag darauf wurde eine Voodoo-Puppe an Land gespült, die ihm ähnelte. Und in der Herzgegend steckte eine Nadel. Na sowas. Das muss jedem Reiselustigen gefallen. Ich weiß nicht, ob es so gut wäre, wenn Touristen unser schönes Bahiti verschandeln würden. Verschandeln? Ja. Albert. Hat sich Herr Wuchtig über uns beklagt? Na, ich hätte auch keine Lust, euch immer hinterherzuräumen. Hat dir jemand mit Voodoo Angst eingejagt? Sag mal, ist dir nicht gut? Mein Onkel meint, ich soll besser auf mich Acht geben. Euer Klima macht mir zu schaffen. Was sagt der denn zu den... Oh! Ja, machen wir gleich. Was sagst du zu diesen Kloppern? Klopper? Das ist Ansichtssache. Du solltest mal die Spuren am Strand von Bahiti sehen.
Dort gibt es nur solche Kaliber, von einigen Ausnahmen abgesehen. Nimm mich! Aber schließlich bin ich noch im Wachstum. Ich sollte nicht so spät aufnehmen. Es ist immerhin schon 21.19 Uhr, also... Hier geht alles schief. So, jetzt fragen wir den noch nach Voodoo. Hat dir jemand mit Voodoo Angst eingejagt? Voodoo! Nein, nein! An so etwas Schreckliches würde ich mich doch erinnern. Wenn der ins Hirn gestochen hat mit der Nadel, dann nicht. Guck mal! Die haben wir bei unserem Bootshaus gefunden. Hallo! Was ist? Nein, bitte! Ich kann diesen Anblick nicht ertragen! Tu sie fort! Ja, sie ist so hässlich! Tu sie weg! Ah, schön. Sagt ihr jetzt noch mal was dazu? Hat dir jemand... Sag mal, ist dir nicht gut? Nee. Mein Onkel meint, ich soll besser auf mich Acht geben. Euer Klima macht mir zu schaffen. Ja, lustig. Moment, können wir dem jetzt noch die andere zeigen? Die andere Puppe? Leider nein. Dann gehen wir noch mit Gabi dahin. Zum Internat. Jetzt gehe ich sogar schon freiwillig in die Schule. Ach, KKG sei Dank. Ach, so ein Stress. Oh, könnte ich alles sagen. Oh, wäre ich recht geschickt. So muss ich still ertragen, was mich so hoch beglückt. Herr Albertsen, in Ihnen steckt ja ein Poet. Ach, Gabi Glockner. Poeti, wo? Ich übe mich nur ein wenig in Rezitation. Hilft auch für den Unterricht. Alter, der unterrichtet nicht ernsthaft Latein. Alter, Latein, Mathe, städtisches Gymnasium. Hat irgendjemand von euch Latein? Und wenn ja, hasst er es schon, so wie ich? Nein, also, Latein, ich hab's in der 6. gewählt, jetzt bin ich in der 10. Und ich hab's Gott sei Dank jetzt nur noch ein paar Wochen, dann sind Sommerferien und dann ist es endlich weg. Dann ich hasse es. Und ich bin kein Pyromane, aber ich freue mich schon auf das große Lateinheftfeuer. egal. Wussten Sie, dass mir mein Freund auch mal ein Gedicht geschrieben hat? Och ja. Wussten Sie, dass mir mein Freund auch mal ein Gedicht geschrieben hat? Na sowas. Wie ging das noch? Liebe Gabi, es ist schlimm, ich mag dich und du liebst Tim. Nimm nicht ihn, nein, ihn nimm nicht, dein kluger Karl, das Milchgesicht. Oh, entschuldige, wie unsensibel, das war ja das Spottgedicht, das ich im Unterricht einkassiert habe. Ich weiß, dass Mädchen eigentlich nichts in den Zimmern der Jungs zu suchen haben, aber ich würde gerne Tebororo sprechen. Tut mir leid, aber wozu gibt es Regeln? Alter! Ich spaziere ja auch nicht auf einen Tete-a-Tete zum städtischen Gymnasium rüber. Denk an den guten Ruf. Alter! Huch! Prost, Oskar! Jo, Prost! Erinnern Sie sich nicht, was Tim Carsten einmal ins Klassenbuch geschrieben hat? Stammt der Spruch für unsere Projektwoche von Ihnen? Der Traum von Bahiti, Projekte und Projektionen? Nein, ich kann mit sowas auch nicht so viel anfangen. Ja, sehr einfallsreich. Und was hat Tim ins Klassenbuch? Gut, Oskar. Und was hat Tim ins Klassenbuch geschrieben? Erinnern Sie sich nicht, was Tim Carsten einmal ins Klassenbuch geschrieben hat? Ach, das meinst du? Liebe Lehrer, dass ihr wisst, was nicht mehr zu ändern ist. Wird der Stoff auch trock und trockner, Tim liebt seine Gabi Glockner. Oh. Was soll ich sagen bei so viel Sprachgefühl? Ich muss wissen, wo der Babu ist. Hasenswist. Oder... Ja,
So, das Niveau. Ja, Moment, bin gerade wieder da. So, schon wieder da. Ich musste mir nur gerade mein Erfrischungsgetränk holen. Alkoholfrei, weil ich trinke nicht im Dienst. So. Ja. Wir haben noch einige Orte, die es zu besuchen gilt. Karls Zimmer waren wir, glaube ich, schon. Was ist das denn? Hi. Hier hatte jemand Sehnsucht nach dir. Das merke ich. Aber sollten wir nicht weiter recherchieren? Ich habe ein schlechtes Gewissen, Karl und Klößchen die ganze Arbeit zu überlassen. Meinst ist das du, romantisch? Auf uns? Und da hinten, hinter den Büschen, sitzt der Pianist versteckt. Hallo? Oh, T plus G, Love. Mikai, Mikey und Landa. Ole und Lemmingson. Prophetlich plus der schwarze Hund. Erkan plus der Rollstuhlfreak aus TKKG, das geheimnisvolle Testament. Oh ja, das ist Liebe. Ja, romantisch, aber unnötig. Na, mein Engel, wie wär's mit einer kleinen Pause? Oh. Und wollen wir nicht mit dem Fall weiterarbeiten? Alter! Was meinst du? Das fragst du noch? K plus G, Karl plus Gabi. Jetzt ist hier alles offen. Alles offen ist es hier. Was passiert denn, wenn wir jetzt... So, jetzt decken wir die Situation auf mit Karl, der jetzt mal dahin geht. Nun sieh sich das einer an. Karl plus G. Oh, wir haben ganz die Zeit vergessen. Ich möchte auf keinen Fall stören. Ach, nee. Die küssen sich ja. Musst du dich so anschleichen? Alter. Ein guter Detektiv tut, was er kann. Na, bis später dann. Alter, die küssen sich. Das ist doch voll verboten. Ja. So. Hier unten, das Museum gibt's hier ja noch. Sommerpause? Na, kein Wunder. Wer will schon ins Museum bei dem Wetter? Was sich darunter wohl verbirgt? Ach, schau an. Guten Tag, junger Mann. Womit kann ich helfen? Ich bin Tim. Mein Internat soll gegen das städtische Gymnasium antreten. Mit selbstgebauten Karibikbooten. Das macht sicher Spaß. Ja, das macht sicher Spaß. Ja, also, das hier ist ja das Büro von Direktor Thomsen. Aber der ist ja hinter Gittern. Nee, das macht Spaß. Fragen wir den doch mal was. Haben Sie etwas von der Sabotage am Boot des Internats gehört? Nein. Ich bereite gerade einen Vortrag über das Krönungsritual der frühen Azteken vor. Daher bekomme ich von meiner Umgebung nicht so viel mit. Sabotage, sagtest du? Ich dachte, es dreht sich um einen fairen Wettkampf. Ja, deswegen ja. Ah, du interessierst dich für Bahiti? Nein. Das ist eines der kleineren Inselreiche der Karibik. Knapp 3000 Menschen leben dort. Sie ernähren sich vom Fischfang und führen ein friedliches Leben. Schon wieder die Partymugge. Da sauste Tibururu gerade mit seinem Ghetto-Blaster draußen vorbei. In seiner Partymugge. Ui, dem können wir auch was zeigen.